Willkommen zurück zu einer weiteren Folge War for the Overworld. Wir befinden uns in der Heart of Gold Kampagne in Mission Nummer 3, Gilden the Colossus, in der es darum geht, extrem viel Gold anzuhäufen, nämlich eine Summe von insgesamt 1 Million Gold. Ja, und das nur für die Schmiede, in der wir den Koloss schmieden wollen. Natürlich brauchen wir auch nebenher noch Gold, um unsere Einheiten zu bezahlen, um unsere Räume zu bauen, um Gold in den Wunschbrunnen zu schmeißen und wofür man so alles Gold braucht, nicht wahr? Gleichzeitig haben wir hier auch noch einen Gegner auf der Map, den, wie heißt der Typ denn nochmal? Lord Sapphire. Der ist auch fleißig dabei, Gold abzubauen hier, und das wollen wir eigentlich verhindern, dass er das schafft, auf 100.000 Gold zu kommen. Und außerdem wollen wir ihm noch ein bisschen an die Gurgel gehen und ihn vielleicht wegsmashen. Naja, mal schauen, wie lange das noch dauert. Wir haben ja schon ein bisschen Gold, haben wir schon, aber ein bisschen fehlt wohl auch noch. Naja, letzte Mal go weitermachen. Ja, jetzt wird noch mal ein bisschen hier reingerusht. Denn unsere Imps sind anscheinend, ich weiß nicht, was die machen. Beschäftigt mit irgendwas? Hier, da, ihr macht was, oder? Avarice ready. Sehr schön. Avarice activated. Ja, hier wird weiter eingenommen. Was ist denn los mit dir, Junge? Sei doch nicht immer unhappy, mach halt mal was. So, die smashen wir jetzt richtig schön rein. Alter, das ist ein Level 5er und der... Your core is taking damage. Nicht schon wieder, oder? Alter, wo kommen die denn her, verdammte Scheibenkleisterigkeit? Your dungeon core is under attack. Your core is taking damage. Ich weiß, ich habe schon allen gesagt, die sollen da mal hin. Your core is taking damage. Let us whistle while we walk. A Chunder is unhappy because it is tired. Schön wegsmashen, Leute. Your core is taking damage. Alles gut, wir haben es voll unter Kontrolle. The only thing for me is that it's still unclear where they are coming from. How does he get his level 8 dudes to my core? So, wir buddeln jetzt einmal hier gerade durch. Damit wir auch einen schnelleren Weg haben. Einen kürzeren Weg. Ist Everest soweit? An Auger cannot satisfy its needs because it is rallied. Ja, das ist nett, dass du mich erinnerst. Ich unrallye ja schon. So. Ach Jungs, komm, baut das mal mit ab hier. Da ist noch Gold drin. Und wenn wir das kaufen, dann kauft er das nicht. Avarice ready. Avarice activated. Now the forge is at 6/10 capacity. Carry on, Cassita. Nice, ich weiß gar nicht, wie da Gold reinkommt. Aber anscheinend machen wir das ganz gut. Dungeon Core is under attack. Alter. Wie schlimm. Your minions have engaged. Da, wo kommen die her? Your core is taking damage. Ember Demon lost. Von hier. You've identified an artifact of workers. Your dungeon core is under attack.
Bin ja schon auf dem Weg hierher. Avarice ready. Leute. Your minions are in combat. Seid ihr jetzt mal bald da? Hallo? Underlord, your dungeon core is being attacked. Avarice activated. All right. You have been blessed with permanent spirit workers. Dann gehen wir jetzt, hier ist die Quelle, da gehen wir jetzt hin. Obwohl ich gerne wüsste, was da jetzt Phase ist gerade. Come on, hostilities. An incoming gaggle of enemies, Underlord. Was? Avarice ready. Avarice activated. Vielleicht müssen wir doch unseren Dungeon Core einfach besser schützen. Ember Demon lost. Das können wir eigentlich mal machen. Your minions are fighting the enemy. Alter, das ist ein harter Kampf, ey. Mehrere Level 8er. Alter, und hier kommt nochmal richtig was. Alles klar, hier würde ich gerne mal ein bisschen erkunden. You have discovered a gateway. Denn da ist der Spawner. Your minions are falling in battle. Der kommt als nächstes weg. So, dann brauche ich nochmal... Nein, ich brauche Assembly. Denn ich würde gerne euch hier mal verkaufen. So, und dann bauen wir euch nämlich nochmal eher am Dungeon Core. Also da zwei und da zwei. Das ist gut. 1, 2, 3, 4. Das ist ganz nett. Und dann würde ich gerne noch so einen Goldscheffler, meinetwegen, hier hinbauen. Bombard complete. Assembly ready. Oh nice. Dann warte ich nochmal ganz kurz, bis die anderen Bombards fertig sind. Ember Demon lost. Komm, da, hau hin, los. Klopp hin, das Ding. Leute, baut mal bitte... Ach nö, jetzt bauen die da schon wieder. Egal. Assembly activated. Bombard complete. So, der Rest wird sich schon ergeben. I'm pretty sure of it. So, Team 7. Hier ist ja anscheinend gerade ordentlich Ruhe. Und Ruhe bedeutet Attacke. What are you doing, you fools? Defend our outpost. Das wird nichts mit dem Outpost defenden, mein kleiner Freund. Très bien, but there's still more gold to mine. Join with me in holding hands as we salute the beauty that has been lost with our fallen outpost. And while they do that, Underlord Casita will encroach further into their domain. So, wird hier fleißig übernommen. Dann machen wir erstmal Päuschen. Your minions are in combat. Ich muss mal kurz hier ein bisschen Ember Demon lost. Erkunden. Ist hier noch irgendwas Sinnvolles zu holen? Also, ich meine sinnvoll. Klar, wir müssen da sowieso nochmal lang. Das ist alles sinnvoll, aber ist da noch ein Spawner? Hier ist nämlich kein Spawner mehr. Das heißt, da würde ich gerne mal aufräumen. You found a neutral auger. Halt. Die Tür muss vielleicht noch weg. Oh,
Oder warum haben wir das noch nicht eingenommen hier? Kann ich da mal eben bitte einen Imp hinschicken? Would you agree that movies are never as good as the books? I think we can both agree games are never as good as they ought to be. Oh, fies. So, ist das jetzt unsere Schatzkammer hier? Ja, die wird gerade eingenommen. Gut. Hier wird auch fleißig eingenommen. Was fehlt hier noch? Da ist irgendwas noch. Gehen wir da mal schnell hin. Dann haben wir nämlich hier alles. Und alles haben ist sehr nett. Do not dilly-dally and you shall return from this battle. Their return is highly doubtful, I would say. Wo sind denn meine Kultisten? 7 Kultisten und die machen nix gerade. Das ist eine riesige Frechheit, ist das. Avarice ready. Ah, die machen doch was. Activated. Ja, jetzt läuft's wieder. Schön rein smashen hier. Sauber, das ist gekauft. Und nochmal. Ja, wir brauchen nicht mehr so viel Gold. Ich würde ja gerne den Duke Feastes noch wegsmashen. Vielleicht müssen wir uns dafür aber mal nach oben buddeln, hier durch. So, und dann dahin. You've identified an artifact of gold. The forge is at 7/10 capacity. 7/10 capacity. So, Leute. Es wird weiter gesmashed. Alter, das wird richtig abgehen. Some blood on these dungeon stones of yours. So, kann mal jemand hier bitte durchkloppen? Wo sind denn meine Imps? Ah, da kommt ja ein Spirit Worker, oder? Hä? Leute, ihr sollt für mich diese Wand durchbuddeln. Alter, das dauert aber lange, da durchzuklöpeln. Ich hoffe mal, dass das gut geht, wenn wir da jetzt durchbrechen. Na? Hä, wird das von drüben repariert? Nee, oder? Kann ich da nicht auch noch einen Underminer hinstellen? Wie viel Damage macht der? 125 Damage. Underminer complete. So, Leute, wir haben es. Oh crap. Avarice ready. Your minions are falling in battle. Ja, das ist so geplant gewesen. Don't let them get away with such blasphemy. Your minions fight the enemy. Insufficient manner.
Your minions are being wiped out. Achunda is unhappy because it is tired. Your Ember Rift is under attack. Was? Wo? Your minions are being attacked. Avarice ready. Avarice activated. Your creatures are in combat. Your construct is under attack. Ember Demon lost. Your Halt! Ich muss mal kurz langsamer machen. Das ist gerade ein bisschen schnell. So, wir machen mal ganz gemütlich. Ihr seid hier soweit ready? Dann helft mal hier mit, bitte. Oh, scheiße, Alter. Das war vielleicht ein bisschen viel gerade. Your minions are being wiped out. Achunda is unhappy because it is tired. Insufficient manner. Your bombard has been destroyed. Down here! Oh. Die Zehner müssen weg. Wenn die Zehner weg sind, dann ist alles easy. Dann können wir einfach auch nochmal schnell neu bauen und so weiter. Ember Demon lost. Your dungeon core is under attack. Boah, da ist noch ein ganz voller Zehner. Und ein fast leerer Zehner, aber die kriegen wir noch weg. Kommt, der eine ist fast down. Jawohl, und jetzt den letzten noch. Der dürfte keine Chance haben gegen unsere Übermacht. Oh, in die Lava gesmashed. So. Jetzt würde ich sagen, alle mal hier hin. Ja, ihr macht das gut. Your Ember Rift is under attack. I know. It's fine. Your minions are being attacked. That's fine as well. So, was ist denn da jetzt noch? Müssen wir da jetzt noch mal hin? Wieso ist denn das hier immer noch nicht abgebaut? Also, da müssen wir echt Underminer für machen. Das dauert ja sonst viel, viel zu lange. So, bitteschön. Underminer complete. You've identified an artifact of workers. Noch mehr, Alter. Wie viele Spirit Workers habe ich denn jetzt bitte schon? 12. So, Team 7. Ihr geht jetzt hier schön aufräumen. Und derweil werde ich. Ach ja, assemblen. Habe ich die gebaut? Ja. Your minions have engaged the enemy. Warum gehört uns das noch nicht? Doch, das gehört uns. Was gehört uns denn noch nicht? Hier irgendwie zwei Tiles.
Ihr seid unaufmerksam, ihr kleinen Minions. Assembly ready. Nice. Assembly is ready. An ogre is unhappy because it is tired. Assembly activated. So. Rampart complete. Sauber. Ist denn hier jetzt überhaupt noch jemand? Sonst würde ich ja darum bitten, dass hier mal eingenommen wird. Your dungeon core is under attack. Was? Aber nur von Pimpfkies, oder? Nee, oh, das ist ein Level 10er. You're done. Dungeon core is under attack. So, ich kann derweil ja schon mal, da jetzt ja hier Platz ist, meine Imps hier hinschicken. Und jetzt nehmt mal hier schön ein. Dann kann ich nämlich auch zu Duke Feastus gehen, oder wie der heißt. Ne, wie heißt der? Duke... Ne, Lord Sapphire, der Duke's Son.